Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrter Herr Magier. Was kann ich für Sie tun? Wo sind Sie denn? Ich bin in meiner... Hallo, Sie sind doch der Farmer dieses Dorfes, dieser Stadt. Ist das richtig? Das mag richtig sein, genau. Okay, ich würde gerne einen Antrag auf Ihr ganzes... Ich würde gerne einen Antrag auf Ihr, also falls Sie denn... Sie werden doch auch Kühe züchten, oder? Ich werde Kühe züchten, das habe ich vor. Ich würde gerne einen Antrag auf Ihr Leder stellen. Vielleicht nur die Hälfte, ich weiß nicht, ob Sie es selber brauchen, aber... Wäre das denn möglich? Müsste ich Ihnen dafür noch etwas geben als Gegenleistung? Sobald ich Leder habe, würde ich Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. Dafür möchte ich aber eine Gegenleistung von Ihnen. Und diese wäre? Nun ja, da meine männlichen Züge, meine Männlichkeit lange nichts mehr bekommen hat, möchte ich gerne einen Schluck Bier von Ihnen. Ein was? Ein Schluck Bier. Ein Fass Bier. Ein Schluck Bier. Okay. Das heißt, hätten Sie vielleicht einen Trank für mich, den Sie mir spendieren könnten? Einen Trank? Oh. Passend. Momentan. Passend, ja, das stimmt. Momentan habe ich noch kein Leder. Ich werde sofort einen vorbereiten. Wollen Sie denn eine bestimmte Geschmacksrichtung? Ich möchte Geschmacksrichtung Bier. Ich werde sofort einen vorbereiten, warten Sie ganz kurz, es ist sofort fertig. Es würde nur ein paar Minuten dauern. Das ist Ihnen recht? Das ist mir sehr recht. Das, nun doch, wie gesagt, es könnte etwas dauern. Ja, und es freut mich auch, dass ich etwas Leder von Ihnen bekomme, denn wie man weiß, braucht man Leder. Fallen sie auseinander. Genau. Herr Farmer, hier wurde ein Feld mit nachgepflanzt. Können Sie sich bitte darum kümmern? Wo scheint denn dieses Feld zu sein? Aha, ich sehe, ich sehe. Nun, da ich mittlerweile schon zweimal verletzt wurde, kann ich leider nicht viel für dieses Dorf tun, da meine Sachen von Dieben geklaut wurden. Doch ich werde das Nötigste tun, was in meinen Händen steht. Ein wildes Ungeheuer greift mich an. Ich weiß immer noch nicht, woher diese Monster kommen. Sie waren, als wir noch auf Reisen waren, noch nicht hier. Sehr geehrter Magier, ich habe mir einen Blick in Ihre Truhen erlaubt und ich würde Sie bitten, mir etwas Fleisch abzugeben, da ich langsam an verhungern bin und meine Energie nicht mehr ausreichend ist. Ja, das ist natürlich klar. Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich werde mich nun in den Boden graben, um ein bisschen Stein zu holen, da ich einen Ofen brauche, um meine Tränke zu brauen. Nun ja, ich muss diesen Tag momentan nach Gefühl leben, da ich vergessen habe, die Zeit zu stellen. Hallo. Könnten Sie bitte gehen? Wir sind gerade beschäftigt. Das wäre sehr nett. Wissen Sie, das ist unhöflich, wenn Sie weiter hier so bleiben. Jetzt. User left your channel. Manchmal finde ich diese Leute komisch. Diese Leute mit ihren komischen Wörtern und komischen Reden. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich finde, Sie sind einer der normalsten Leute in diesem... Dankeschön, das freut mich zu hören. ...in dieser Stadt. Ja, mich freut es. Tut mir leid, meine Ader ist wieder ausgebrochen. Ach so, ja, das verstehe ich. Ich werde sofort ein paar Getränke für Sie bereitlegen. Sehr nett, danke schön. Verzeihen Sie, ich sehe in Ihren Truhen Samen und Pflanzen. Guten Morgen. Gute Nacht. Einen sehr schönen Abend wünsche ich Ihnen. Was kann ich für Sie tun? Also, Herr Magier, ich habe schon mal einige Items, kommen Sie mal her. Die Pflanzen habe ich für mich beansprucht. Ich habe schon mal einige Wertmaterialien für Sie gesammelt.
Ja. Und bleiben Sie stehen, verdammt, danke. 10 Eisen. Und gleich noch das. Die Lederfetzen. Die Lederfetzen, oh, das ist gut. Den Lederfetzen. Und die Fische werde ich Ihnen noch nachreichen, sobald ich die selber. Ich habe Ihren Trank. Dankeschön. Dort, dort und dort. Sehr nett, ich danke Ihnen. Sobald ich mein Leder zur Verfügung habe, werde ich es Ihnen ausreichen. Ich werde natürlich auch öfters noch besseres Bier brauchen. Verzeihen Sie, aber was tun Sie mit dem Leder? Das war Ihr Leder. Also das ist das von unserer Abmachung geplante Leder. Interessant. Ja. Ja. Wo ist denn der liebe Gargu? Ich sehe ihn gar nicht. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Wir haben keine Verbindung mehr zu ihm. Teleportieren erhöht sich aber der Preis, da mein Gott langsam wütend wird. Nein, ich wollte ihm nur die Items geben für diese. Ich sehe eine Mutantenspinne. Also jetzt möchte ich nicht, dass Sie ihn nochmal teleportieren. Er wird das schon alleine bestreiten. Er ist jetzt besser ausgerüstet und besser gewappnet. Okay, das ist schön. Ich werde nun dann, jetzt wieder gehen zu meinem geliebten Herrn Priester. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Morgendämmerung. Okay. Ihnen genau. Dann tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte ich. Okay. Nun ja. Channel switched. Neu meditieren muss, um wieder zum Leben zu erwachen. Okay. Meine Lebensspanne ist letzte Folge schon beendet worden. Damit meine ich, dass meine Folge gleich. Ja, ich ja, weiß, dass du das meintest. Und, ja. Wessen schickes Gebäude ist das denn hier? Gargus Räuberkiste. Ich wollte einmal fragen, wo wir denn unsere Mina anlegen. Ja genau, ich würde nämlich jetzt gerne auch langsam ein bisschen Steine sammeln. Ich würde dazu tendieren... Nur im Savannenbiom, würde ich sagen. Ich würde dazu... Setz sie beliebig in das Dorf, das wird so eine öffentliche Mine sein, also ein Krater, den wir selbst... Ausheben, von dem wir auch alle Materialien herbekommen. Ich würde dazu tendieren, wenn wir den Stolleneingang in einen Berg arbeiten würden. Denn das wäre auch eine intelligente Idee. Und Bruder Pala, kommen Sie bitte die nächste Zeit in mein Haus. Da würden Sie mit mir eine öffentliche Stollen Mine errichten werden. Ja, ich würde mit Ihnen diesen. Ich würde die hier. Kurz meditieren bin. Ich würde diesen Steuerangang hierhin verfrachten, wenn das in Ordnung wäre. Warten Sie noch ganz kurz, ich muss ganz kurz meditieren. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Folge 3. Und dann sag ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seid gesegnet. Wow. Okay, 20 Minuten. Wir haben schwarzes Erz gefunden. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von unserem Nero-Projekt. Und wir stehen hier immer noch. Hallo, lieber Priester, Sie haben etwas gesagt. Wir haben schwarzes Erz gefunden. Oh, schwarzes Erz, das hört sich interessant an. Was ist das? Zum Brennen von Essen und Gesteinen. Ah, okay, das kenne ich doch. Hieß es nicht Kohle? Ja, das habe ich auch gehört. Genommen zu haben nach diesem langen Tiefschlaf. Nach Erzählung her habe ich auch das Gefühl, dass dieses seltsame Material Kohle heißt. Ja, ich glaube, unsere Urväter haben schon damit gearbeitet. Genau. Unsere Vorgänger. Baller einfach mal so. Kohle, sei gesegnet. okay. Ich habe bereits auch vor meiner letzten Ruhephase habe ich ein Schild an das schwarze Brett gebracht. Und wer dieses vermag abzubauen, wo drauf steht, seid gehütet von Gott, preiset den Herrn, möge für immer ein Fluch auf diesem liegen. Nun denn werde ich mich nicht dazu wagen, dieses Schild abzubauen. Und zwar für lange Lebenszeit. Es ist übrigens ein grünes Etwas ins Dorf gelaufen. Bitte gebt Acht. Ein ich grünes glaube, Etwas. Es ist ein Creeper. Vermag was ist es. Ein Creeper? Was ist das? Ich habe davon gehört, diese Kreta. Mein Vorfahren
Also mein Opa. Deine Vorfahren? Robert und mein Opa, also der Opa, hat uns damals von diesen Wesen gewarnt. Gefährlich, und wenn man ihnen zu nahe kommt, explodieren sie einfach. Sie detonieren? Sie sind ja weiterentwickelter als wir. Weil sie explodieren. Zu unserer Zeit gab es noch nicht so einen gewissen Stoff, den man Sprengpulver nennt. Sprengpulver einfach. Fachwort. Entweder Schwarzpulver oder Sprengpulver. Aber ich hatte letztens eine Vision aus der Zukunft. Könnten es vielleicht Terroristen sein, die diese Krieger sind? Ich hatte teilweise auch schon eine Version aus der Zukunft. Ich hatte eine Intention, dass sie da... Dass ja, eiskalt Kanaken raushaut, Alter. Alter, ich bin halb Kanaken, okay. Wir benötigen Leuchtfackeln. Ich werde schnell welche erbauen. Was sind Leuchtfackeln, wenn ich fragen durfte? Lichter, die man an Wänden platzieren kann. Okay. Ich glaube, er meint Fackeln. Nach Erzählungen her habe ich verstanden, dass sie auch durch Kohle entstehen. Probieren Sie doch das nächste Mal. Jungens, ich glaube, das wird richtig gut. Nun ja, da ich mich langsam um die Nahrungsreserven kümmern muss, würde ich sagen, dass ich hier mein Haus anlege und gleichzeitig auch Ich habe eine Frage, und zwar, das wurde von mir beim Amt reserviert. Ist da vorne bei unserem Haus, ja, wir haben ein Amt, das ist Robert. Ich habe mir dort einen kleinen Platz reserviert für ein Haus, das ist beim Plains-Biom. Könnten Sie mir vielleicht genau zeigen, wo Sie diesen Platz reserviert haben, denn momentan bin ich auch in einem Biom, der sich ziemlich danach anhört, was Sie gerade beschrieben haben. Motherfucking Dias, Bitch! Könnten Sie mir vielleicht verraten, was das ist, was Sie da gerade von sich gegeben haben? Was bedeutet bitte Motherfucking Dias, Bitch? Das heißt, ich hab Diamant! Vorsicht! ja. Was ist denn passiert? Wer hat mein Haus zerstört? Waren Sie es, Herr Priester? Es war ein grünes Etwas namens Creeper. Immer diese Creeper. Herr König? Magier, ich habe... Ich glaube, es war keine Absicht. Der benötigten Fische. Okay, geben Sie her. Ich glaube, dieser Kevin hat gerade mein Haus. Ich werde Ihr Haus wieder neu restaurieren. Für diese Fälle brauchen wir einen Foltergeil. Allerdings habe ich gerade gar keinen Sandstein zur Hand. Ich komme zurück. Wie werde ich dies tun? Herr Bauer, ich zeige euch Ihnen mein Haus. Ich muss Sand abbauen gehen. Verzeihen Sie, ich glaube, ich werde Ihnen ein bisschen helfen. Doch, Sie müssten erstmal eine Plattform legen, auf die ich den Sand platzieren kann. Herr Bauer, ich habe zuvor noch mal kurz eine Frage. Woher hatten Sie damals meine werten Trinkfläschchen gefunden? Die lagen hinter diesem Feld, das ich gerade abernten wollte. Warum lagen die da wohl? Möge es denn schon Räuber geben? Dies kann ich Ihnen leider nicht verraten. Räuber? Das ist eine Schandtat. Was ist eine Schandtat? Über deren Haupt. Räuber werden sofort hingerichtet. Es darf keine Kriminalität geben. Wenn wir einen Räuber finden, okay, dann kommen die bitte zu mir zur Kirche, damit ich die foltern kann. Aber ja. König, ich bin euer Auftragsmörder. Ist ein erlaubt. Auftrag. Das Ganze war ja auch noch geheim. Ich wäre immer noch gerade für eben. Ich wär immer noch für Folter. Verzeihen Sie, mir ist langsam schwummerig. Mir ist schwummerig. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Die dem Dorf einfach nicht gut tun. Sie wollen es verraten oder sogar beklauen. Das sind dann zum Beispiel Räuber. Sie werden hingerichtet oder gejagt bis an ihr Lebensende. Ich wäre ja für Folter. Ich musste einen Schritt. Darauf stehst du. Nun ja, ist dieser Platz, an dem ich vorhabe, zu mein Anwesen zu errichten, dann schon reserviert? Oder kann ihr, ich hier... Es kommen ja, Matze, dort ist es reserviert. Du könntest es hier hinbauen.
Verzeihen Sie doch, ich brauche eine große, flache Ebene, in der ich mein Anwesen... Da ist eine große, flache Ebene. Diese Ebene würde ich nicht als flach bezeichnen. Bei allem Respekt, doch hier kann ich nicht bauen. Andere wurde leider schon reserviert. Dies verstehe ich, dann muss ich mir nun einen anderen Platz suchen, in dem es fruchtbaren Boden gibt und in dem ich auch anbauen kann. Okay, Herr Farmer, ich sehe... Oh, was ist dieses Erz hier? Es schimmert so gelb. Leute? Herr Farmer? Herr Magier, ich habe was für Sie, aber das kostet etwas. Was denn? Was haben Sie? Ich habe eine Diamantspitzhacke. Damit können Sie Obsidian abbauen. Und die hilft euch... Was Nein, ist dieses Obsidian, von dem Sie reden? Mit dem Obsidian können Sie uns den großen Zaubertisch herstellen. Ja, ich, diesen bräuchte ich. Was verlangen Sie für diese... Ich könnte euch dieses Obsidian abbauen. Okay, dafür möchte ich aber später... Möchte ich Tränke der Stärke haben von euch. Sie würden... Was ist dieses eigenartige Geräusch? Es scheint ein Ungeheuer in unserem Lande zu sein. Mann. Das kommt vors Intro. ich würde Ihnen dafür zwei Stärke Stufe 2. Nein. Ich sage euch, farme die Materialien und ihr macht sie mir dann immer gratis. Okay? Ich farme ja auch den Braustand, Herr Magier. Nein, ich gebe euch die Materialien für das Ganze und ihr müsst es nur brauen. Nein, ich gehe nicht ein. Das Obsidian ist mächtig. Hier sieht das Land sehr fruchtbar aus. Hier werde ich mein Haus errichten. Ziehen Sie etwa mit einem Bogen auf? Nein, ich besitze keine Bogen. Verzeihen Sie, wertes Volk, wenn ich Sie unterbrechen muss. Doch, meine Persönlichkeit hat gerade zwei Kühe gefunden und ich möchte darauf hinweisen, dass Sie diese bitte nicht töten. Okay. Herr Magier, ich muss Ihnen gerade noch eine Treppe bauen, damit Sie auch wieder in Ihr Haus vernünftig hineinkommen. Oh, das ist lieb von Ihnen. Verzeihen Sie... Herr Magier, ich könnte Ihnen Redstone anbieten für jeden Trank, den Sie geben. Entschuldigung, falls ich jemanden geschlagen haben sollte. Was wollen Sie dann? Ich will mit Ihren... keine Geschäfte abschließen. Nein, nicht mal rotliche Geschäfte? Nein. Dann mache ich es mir selber. Sie meinen Rotsteingeschäfte? Das ist einfach nur Absicht, oder? Aber glaubt mir, die Rache wird mein sein. Die Rache wird mein sein, der Folterkeller ruft. Herr Priester, was habe ich da gerade gehört? Sind Sie etwa ein... Nein, nichts. Ich habe manchmal solch so... So okay. Störungen in meinem Kopf. Ich werde Sie im Überblick sehen, wie ich da rein. Ich habe dort schon wieder seltsame Geräusche gehört. Herr Magier, sind Sie das etwa? Sie sind doch der Magier. Oh, scheiße. Facepalm. Oh Mann, Alter. Nein. Unsere Mine gedeiht. Da ist langsam wieder... Sie wachset und gedeiht. Da es langsam wieder dunkel wird, verabschiede ich mich nun von euch allen und wünsche euch noch einen schönen Abend und eine ruhige Nacht. Das wünsche ich ebenfalls. Ich werde mich jetzt auch gleich verabschieden von meinen Zuschauern. Ja, ich auch. Von meinen Leuten, die mir beim Gaukel zuschauen. Nun ja. Und wir stellen uns in unser bescheidenes Haus... Und ich auf meinen reservierten Platz. Dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen aus deren Perspektive mal vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich ebenso und verstand die letzten Worte nicht, die dieser Typ gerade von sich gegeben hat. Auf Wiedersehen.